Hallo liebe Zuschauer und willkommen zu einem neuen kleinen Projekt hier auf meinem Kanal und auf Ralfs Kanal. Und zwar nennen wir das Ganze Arma 3 Koop-Missionen, die wir eben zu zweit spielen werden oder auch mal mit mehreren, werden wir mal schauen. Und ja, Ralf ist natürlich auch dabei. Hallo Stefan. Hallo Ralf. Wir werden jetzt gleich auf eine spannende Mission gehen. Wir wissen es noch nicht, aber wir werden es gleich sehen. Ja, es ist eine deutsche Mission, hast du gesagt, oder? Genau, es ist eine deutsche Mission. Ich habe mich da mal vorher ein bisschen gerade informiert. Und ich habe eine Mission gefunden, die wohl auch deutsch synchronisiert ist, was ich ziemlich genial finde. Links steht es auch, Koop 5 Stars Midnight Flash Bang. Also nicht Bang, aber Flash halt, ja. Achso, Flash Bang. Gut. Ja. Was ist denn eine Flash Bang? Gut. Ich würde sagen, wollen wir schon direkt starten oder wollen wir noch irgendwas Bestimmtes erklären? Achso, genau, falls ihr selbst irgendeine Mission kennt, die ihr schon gespielt habt, die wir mal spielen sollen, dürft ihr sie auch natürlich gerne unten reinschreiben. Vielleicht gibt es da irgendeine, die wir jetzt hier noch nicht gefunden haben. Unbedingt, ja. Genau, vielleicht habt ihr eine gespielt oder habt selbst eine erstellt, wir wissen es nicht, kann natürlich auch sein. Vielleicht können wir die auch mal spielen, wir werden es sehen. Gut, ich würde sagen, wir starten. Ne? Auf geht's. Am Anfang ist der Funk, glaube ich, ein bisschen laut, weil ich habe es vorhin schon mal reingeschaut. Also nicht erschrecken. Gib mir Mühe. Ja, wir müssen noch ein bisschen Missionsdaten. Also ich muss Missionsdaten runterladen, aber es wird schon schnell gehen, denke ich. Ah, toll, jetzt kommt ja gar keine Vorschau hier. Weil ich das schon einmal gespielt habe, kann das sein? Nö, eigentlich nicht, aber ich muss die noch runterladen. Ach so. So lange, bis sie sind. Stimmt, also deswegen bin ich hier noch im Dingsbildchen. 2 Megabyte Zeit gerade. Nee, ist alles gut, weil bei mir war nämlich, wo ich das gestartet habe, natürlich sofort der Anfang. Und da, dass du es noch runterladen musst, Gut. So, jetzt spielen wir mal Arma 3 ohne altes Live, dass wir mal sehen, wofür dieses Spiel geschaffen wurde. So, richtig. Los geht's. Muss auch mal sein, Leute. Aber ich denke mal, wir werden da trotzdem viel Spaß mit haben können. Das wird der Hammer, ich freue mich riesig drauf. Ich eigentlich auch, also Wahnsinn. Ja. Wie lange ist noch bei dir? Wie lange ist die Datei schon? Kam gerade ein Fehler. Ah, ein Fehler. Gut, klingt doch super. Ich habe weiter gedrückt. Jetzt ist der Fehler weg. Soll ich starten? Jo. Okay, dann würde ich sagen, mach dich bereit. Los geht's. Bin bereit. Radaranlage zerstört. Stars HQ, hier Stars One. Primärziel ausgeschaltet. Over. Ausgezeichnet, Stars One. Jetzt nichts wie raus da. Der Ghost Hawk steht zu Ihrer Abholung bereit. Over. Roger, begeben uns zur Abholzone. Over and out. Der schreit ein bisschen. Das ist cool, dass da steht bei mir der Mentor, dass du das sagst. Ja, finde ich auch cool. Der redet einfach für mich. Ja. Aber auch so geil, wie das so eingeblendet wird, ne? Wird da unten rechts und so. Ja, die haben sich richtig viel Cinematic-mäßig hier Mühe gegeben, ja, bei der Map. 12. Juni 2035. Oh, ist ja bald. Zukunft. Na. Stars HQ, hier Stars One. Sind in Position. Over. Hat's mich nicht von hinten gestanden. Stars HQ, verstanden. Sie haben grünes Licht für Midnight Flash. Ich wiederhole. Redest dazwischen. Achso, ich höre nur einen. Roger, Stars HQ. Ich höre beide. Licht gibt es hier leider eine ganze Menge. Ich höre nur einen reden. Noch irgendwelche Updates? Den anderen höre ich nicht. Die Jungs von der Technik melden ein kleineres Problem mit dem Greyhawk. Aber sie arbeiten daran. Er soll auf jeden Fall rechtzeitig einsatzbereit sein. Nee, können wir ja nicht. Wir müssen warten, bis sie fertig sind. Na, großartig. Da muss jetzt nur noch jemand den beschissenen Mond ausknipsen und die Sache hier wird der reinste Spaziergang. Wir melden uns, sobald wir an Land sind. Over and out. So, jetzt können wir fahren. Boah, der Motor ist laut. hast du deine Einstellung an die Runde gedreht? Im Übrigen, ich hab wirklich nur den einen gehört. Schade, aber gut, der andere hat bestimmt auch eine ganz witzige Stimme. Ja, der klingt auch ganz interessant, aber... Sowas Wichtiges haben die jetzt auch nicht gesagt. Ich kann ja dir gleich sagen, was die sagen. Nee, es stand ja unten links auch geschrieben. So. Achso, ja, dann hast du es ja gelesen. Ist doch okay. Auf die Möglichkeit. Also ich habe beide gehört. Vielleicht ist es einfach irgendein Fehler. Mhm. Ein Bug. Fährst du euch gerade das Boot? Oder wie? Ich fahre gerade das Boot, ja. Sehr gut. Du liest übrigens sehr interessant vorne auf dem Boot drauf. Ich weiß, ich kann auch abspringen. Oder? Dann werde ich wahrscheinlich dann bist du wahrscheinlich nass. Nee, das will ich natürlich auch nicht. Das wäre jetzt nicht so cool. So, pass auf, was? Sehr gut. Ich bin schon mal ab. Quasi an den Strand. Okay. Ist auffällig. Komm. Okay. Ja, Soldat. Erstmal hören, was sie zu sagen haben. Die labern gleich nämlich nochmal. Komm, an Land gehen. Hier ist Stars One.
Wir sind angekommen. Am Strand alles ruhig soweit. Over. Roger, Stars One. Gehen Sie weiter vor, wie geplant. Richtig. Achten Sie auf feindliche Patrouillen und vergessen Sie die Spezialausrüstung nicht. Ah, over. Spezialausrüstung. Die müssen wir noch mitnehmen. Ein Hinweis, ja, HQ. Ist der Vogel schon startklar? Der Vogel? Piep. Negativ. Sie können über Ihr UEV-Terminal schon auf den Boden mit, oder? Und Ihren Flugweg programmieren. Aber es gibt wohl noch Probleme mit der Treibstoffversorgung. Over. Wir müssen irgendwas sprengen. Klasse. Eine Drohne für 20 Millionen Dollar und dann kein Geld für den Sprit. Wir kümmern uns dann erstmal um die Luftabwehrstellung, HQ. Halten Sie uns auf dem Laufenden. Over and out. Ich habe alles mitgenommen, was da drin war. Was wollt ihr jetzt hier? Wollt ihr keinen? Ich habe nicht mal. Hier. Nee, will ich. Ich habe nicht mal. Doch hier. Ja, Nachtsichtgerät habe ich, wollte ich sagen, aber stimmt ja gar nicht. Fernlassmessung. Kann ich den nicht mitnehmen? Fernlass? Aber du hast doch. Mit voll. B hast du doch schon was, oder? Ja, nur ich sehe es im Inventar. Das ist doch ein bisschen komisch. Nee, hab ich nicht. Okay. Nee, aber kann ich den nicht mitnehmen? Ah, ich will nicht los. Halt! Wo soll ich stehen? Ich den jetzt genommen zweimal? Warte mal. Ja, vorhin war da nämlich einer drin, aber jetzt ist er weg. Ich hab einen Lasermarker, hab ich. Das ist der, ne? Nee, eigentlich will ich diesen Entfernungsmesser haben, aber irgendwie krieg ich den nicht jetzt im Inventar. Ist da noch einer drin? Ja, aber eben, ich kann ihn draufziehen, aber es geht nicht. Aber warte mal, vielleicht hast, siehst du den, warte mal, ich muss den wieder reintun, oder? Nee, der Lasermarker ist es nicht. Achso, aber... Doch jetzt, hä? Den Entfernungsmarker kann ich noch nicht nehmen, so sieht's aus. Okay, auch gut. Aber immer, das ist ein Lasermarker, geht auch. Ja, ja, Mann. Wahnsinn! Okay, jetzt mal wieder back to business hier. Genau. Wie ist der Plan, Kumpel? Wie ist der Plan? Guck mal auf die Karte. Da siehst ja rechts diesen diese Randaranlage, also von der Karte aus betrachtest. Da wo so ein Haken ist. Radaranlage? Achso, der Haken noch. Ja genau, der Haken, genau. Das ist die Radaranlage, da müssen wir hin. So, Stützpunkt, was das bedeutet, ich weiß es nicht. Wir können ja noch mal ganz kurz beim Briefing lesen, was da genau abgeht. Ja, gute Idee. Auftrag. Die Stufe, ja. Ihr Ziel ist die Zerstörung der feindlichen Radaranlage nordwestlich von Sofia. Dazu werden Sie zunächst mit einem Schlauchboot bla bla bla, haben wir schon gemacht. Sobald Sie die Luftabwehrstellung westlich der Radarkuppel ausgeschaltet haben, erhalten Sie Zugriff auf eine Drohne des Typs Greyhawk, die mit zwei lasergesteuerten Bomben bestückt ist. Ach du meine Güte. Benutzen Sie den UAV-Terminal, um den Drohnenangriff auf das Hauptziel durchzuführen. Für die nötige Präzision halten Sie die Radarkuppel beim Eintreffen der Drohne mit einem Laserdesignator markiert. Sobald das Ziel zerstört ist, begeben Sie sich so schnell wie möglich zur Abholzone, wo Sie von einem Ghost Hawk rausgeflogen werden. Nehmen Sie zur Kenntnis, dass es sich bei der Drohne um das derzeit letzte flugfähige Muster auf der Insel handelt. Ersatz ist frühestens in 2 Wochen zu erwarten. Der Verlust der Drohne wäre somit ein schwerer Schlag für unsere Aufklärung, wie auch für mögliche Folgeaktionen in den kommenden Tagen. Bla bla bla. So. Alter Schwede, ey. Das ist ja mal eine Mission hier. Das ist eine Mission, auf jeden Fall. Benutzen Sie den UAV-Terminal. Was ja, das ist das denn? Das wird wahrscheinlich irgendwas sein, was wir da irgendwas, benutzen. Was wir da benutzen können. Das machst du dann aber, damit du schuld bist, wenn du es fällst. Ja, okay. Okay. Wollen wir? Ja. Oder müssen wir jetzt ein Ziel oder haben wir irgendwas? Ja, lass uns die mal markieren, die Radarzentrale. Wir müssen auf jeden Fall auf Wachen aufpassen. Auf Wachen müssen wir aufpassen, wurde uns ja gerade gesagt. Jetzt sagen wir, wollen wir durch den Wald erstmal geradeaus hier und auf die Straße zu laufen? Genau, machen wir mal. Hast du ein Nachtsichtgerät an oder aus? Gerade habe ich es mal ausprobiert, aber es geht eigentlich. Ich mach's lieber an, Senna. Ich mach's auch lieber an. Und wir sehen uns jetzt auch hier mit dem Sechseck auf diesem Laptop. Ja, finde ich gut. So muss das sein. Wir haben einen Schalldämpfer drauf, das heißt, falls irgendwas ist, schießen wir, sobald wir Sichtkontakt haben, oder wollen wir uns absprechen? Wir sprechen uns erstmal ab. Solange die uns nicht sehen, brauchen wir auch erstmal natürlich dann nicht schießen, wenn wir Sichtkontakt haben. Okay. Ich muss gleich gucken, ob wir auch wirklich gut markieren können, also ob die das auch durchsagen hier. Weil manchmal sagen die das ja automatisch durch, ne, wenn wir jemanden sehen und manchmal nicht. Das ist ein bisschen komisch. Okay, das ist jetzt ziemlich offenes Feld hier. Rechts ist ein Haus. Direkt vorne. Also ich bin das zu siehst dem du auch, Haus, ne? Genau. Genau, das siehst du auch. Soldier, da habe ich das Haus auch jetzt okay. Oh, zwei Stück direkt vor mir. Ja, ich sehe es, Mann. 75 Grad vorwärts. Ja. Nehmen wir beide? Du den rechten, ich den linken? Warte, nee. Bei mir sind noch die Bäume dazwischen. Ich muss ein bisschen näher ran. Die sind gleich sonst zu weit weg. Ja, warte. Lauf ein Stück nach vorne. Okay, ich nehme den vorderen, du den hinteren, oder so? Okay, also, das machen wir. Sein. Jo. Gut, 3, 2, 1. Nice, Mann. Oh, der ist wieder aufgestanden. Weggerannt. Mann, warum triffst du ihn nicht? Töte ihn. Ich dachte, du nimmst den.
Aber gut, ich hab ihn. Er ist tot. Okay, okay, awesome. Okay. Alles chillig. Alles chillig, alles entspannt. Aber witzig, weil wir davon wieder aufgestanden ist, wie so ein ja. Zombie bei mir. Dachtest du, dass den auf. Hast du den getroffen? Ich hab nur den Vorderen getötet. Oder weißt du, was sein kann, dass wir beide den gleichen auf den gleichen gezielt haben? Nee, bei mir war es auf. Ja, egal. Bei mir ist auf jeden Fall. Nee, der andere ist auch da gegangen. Die sind bei mir gleichzeitig runter. Ja, der eine hat sich, glaube ich, ganz schnell hingelegt, als ich den anderen direkt schon hatte. Oder so, kann das sein? Bei mir sah es aus, als hätten wir beide diesen gleichen, selben Animation sozusagen. Ich glaube auch, ich glaube auch. Naja, egal, was soll's. Ich meine, sind sie beide tot. Das ist schon mal der erste Erfolg. Diese. Und schön so. Hier rum. Genau, müssen wir auf jeden Fall die Lage checken jetzt hier. Die Atmosphäre ist auch irgendwie. Eine Kativa haben die hier. Ruhig. Was ist der Waffe hier los, ey? Die schwebt hier durch die Gegend. War nicht schlecht. Hier haben wir die Hütte, oder? Mhm. Ach, ich dachte schon, da wäre ein feindliches Fahrzeug direkt vorne vor uns, aber das war gar kein Fahrzeug, das war ein kaputtes. Das war schon ein Fahrzeug, aber war ein bisschen Schrott. Gehen wir mal nach oben. Ein bisschen der Sound. Warte kurz, mein Sound ein bisschen lauter hier über die Bewegungsgeräusche. Machen wir mal Platz hier, ich komme hier nicht durch. Warte kurz. Okay. Ich bin gerade im Menü. Passt schon. Mit V, ja, genau. Genau, ich hab dir einfach. Würde ich gerade wieder runtergehen, mehr würde ich eigentlich gar nicht machen. Na, warte, lass doch. Ich guck, check mal ganz kurz. 400 Meter, due south. Check kurz die Position von den Gegnern. Ja, hast du schon einen gefunden? Naja, hab schon einen gefunden. Ich sehe noch nicht. Wo ist der bei den Häusern? Also da ist ein Ifrit. Der fährt gerade die Straße hoch. Deswegen der genaue Position. Mit Feinkontakt, ich sehe ihn. Ja, 630 Meter entfernt knapp. Ja, ich laufe mal weiter an der Straße lang die Häuser rüber. Ja, soll ich von hier oben ein bisschen spotten erstmal, oder? Ja, bitte, 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 ja. Du okay. Kannst dich jetzt zum Haus, ich gehe jetzt dahin, dass ich hier nicht sehen beobachten kann. Ja, ja. Ein Kilometer süd. Ja, da kommt noch ein Fahrzeug. Noch ein Fahrzeug. Zwei Fahrzeuge sind da hinten. Das eine ist aber so weit weg, dass es. Ja, ich gehe in die Hütte hier vorne rein und dann kannst du nachkommen, okay? Ja. Oder ich bleib hier außen. Gut. Geh nicht rein. Okay, du kannst. Okay. Feinde sehe ich aktuell noch keine, also außer diese Fahrzeuge. Ja, der Ifrit mit den zwei. Der Typ macht gerade irgendwie komische Sachen. Der macht gerade irgendwie komische Sachen, gut. Na, jetzt hat der Baum umgefahren. Wir sollten natürlich nur nicht zu lange hier an der Straße sitzen, weil die werden bestimmt auch mal die ganzen Straßen abfahren. Ja, ich weiß, also ich versuche dir natürlich zu beobachten, dass ich dir sage, weil wir uns zurückziehen müssen. Mhm. Jo, ich bin jetzt direkt bei der Schrottkarre hier, die direkt hier direkt neben dir ist. Okay. Bin da. Dann würde ich ein Stück weiter laufen. Ich glaube, die kommen jetzt wieder in unsere Richtung gefahren. Okay, ich gehe mal jetzt hier ins Haus rein, dann gehst du wieder weiter und dann. Wo habe ich denn jetzt einen entdeckt? South West, sagt er. Südwest. Ah, der Ifrit kommt die Straße hoch. Warte mal ganz kurz. Ich glaube, da wo du gerade hinrennst, ist irgendwo ein Gegner. Okay. Guck mal gerade. Südwest ist auf der hinter uns. Ja, genau. Deswegen. Oh, gerade. Sieh da aber. Oh, ich höre ein Fahrzeug. Ja, das ist der Ifrit, der die Straße hochfährt. Ja. Guck nur gerade, warum hat er denn gesagt, dass hier irgendwo einer ist? Ja, da muss doch einer sein, du musst irgendwo sehen. Und vielleicht im Haus da oben? Und im Berg, die Straße, ich würde auch irgendwie halt. Nee. Diese Heuschrecken heute Nacht wieder, ey. Ja, unglaublich, ne? Wo die immer ausbrechen, unglaublich. Gibt's gar nicht hier. Oh, ich guck mal trotzdem weiter hier. Ah, ja, da sind ganz viele. Oh, da sind ganz viele. Wo ganz viele? Ich sag dir genau die Position. Südost 160. Ganz. 165, was? 165 ist ja da vorne. Südost 160, 500 Meter. Half a click, south. Mehrere. Viele. Viele mehrere. Oh ja, da sind. Die da nur zwei übers Feld laufen. Ja, die sehe ich auch. Das sind auch. Und rechts davon sind auch nochmal welche. Also. Weiter. Okay, ja gut, aber der andere war doch auf der anderen Seite. Da haben wir ja, genau, das fand ich auch komisch irgendwie, dass da einer hinter uns ist. Frage ist nur, wo? Nicht, dass da gleich einer von hinten kommt, das möchte ich jetzt aber auch nicht. Ja, ich schau mal, dass ich den Typen irgendwie finde hier. Ich schau mal. Ich geh mal in das Haus hier vorne rein. Mach das mal, ich bleib hier guck draußen. Guck mal durch die Luke. In Richtung Westen ein bisschen und schau, ob ich da irgendwen sehe. Ja. Also ich entferne mich gerade ein bisschen von dir. Alles gut. Ja, da siehst du noch meinen. Ja, zwei sind auf jeden Fall auch auf dem Feld. Deine, die du gerade auch schon gesehen hast. Okay.
Nee, also. Wir haben halt den Vorteil, dass die nicht wirklich mit uns rechnen. Ich glaube, wir können ja schon mal, ich schau mal gerade, welcher Platz vielleicht einigermaßen sicher ist. Du siehst doch, das ist Süden, fast schon 180 Grad circa. Da, wo auch immer der Ifrit da vorne, Ifrit lang der Ifrit fährt. Ist, ja, der hat es kaputt, das vorderrechte Reifen ist im Arsch. Ach, okay. Also, warte mal, da links steht einer auf dem Feld, der ist kaputt, genau bei... Den sehe ich gar nicht. Bei mir fährt 150, nur gerade einer auf der Straße. Grad. Ja, der auf der Straße ist, aber jetzt der fährt weg von uns. Ja, genau, der fährt weg von uns, richtig. Und da, wo der gerade herkam, also Süden 180 Grad, 230 Meter von mir aus gesehen, ja. Da ist so ganz viel Gebüsch. Vielleicht sollten wir da irgendwie versuchen reinzukommen, oder? Da sind auch drei Leute, die durch den Wald laufen. Genau, dass wir die vielleicht daraus irgendwie töten oder so. Die Straße auch kommen jetzt auch zwei, ca. 167 Grad bei mir. Und wie gesagt, du musst nicht Nord und Nordwest gucken, sagen, wie gesagt, es läuft wunderbar über die... Mach mal GPS an, wenn du es noch nicht gemacht hast. Ja, lass uns doch die beiden töten, die wir da gerade sehen. Soldier, 200 Meter. Der Ifrit kommt jetzt die Straße auch, ne, wo die da langlaufen. Mhm. 100 Meter. Oh, ich habe eine Granate geworfen. Nein! Falsche Taste. Oh, durch. Stefan, ey. Nein, verdammt. Tut mir leid, tut mir leid. Das lockt jetzt natürlich Leute. Jo, die rennen. Oh los, nein, ey. Ich Idiot, ich hab mich verklickt. Die verstecken sich jetzt im Haus, so wie es aussieht. Ja, die sind ins Haus oder hinters Haus. Nee, ja, die haben sich jetzt alle aufgeschreckt. Ja, alle? Sind jetzt alle aufgeschreckt? Nee, es waren noch fünf Stück, waren's, die sich bewegt haben, aber da ist jetzt alles ruhig. Okay. Also jetzt wieder ruhig. Okay. Und hinter uns jetzt gehen sie wieder, jetzt gehen sie wieder ganz normal, ne? Ja. Ich glaube, es war auch zu weit weg einfach. Ja, ich glaube, die haben einfach sich nur erschrocken. Haben bestimmt auch, da hat bestimmt nur irgendjemand mit seiner Munition gespielt. Idiot, ey. Ich werfe eine Granate anstatt meine Karte zu öffnen. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt Richtung, also wir können mal vorgehen. Ich bin dabei in Richtung Straße. Ja, ich geh ein Stückchen rechts und du gehst ein Stückchen links oder so. Ja, ich bleib von zwei Seiten im Feld kommen? Hier. Ja, ich bleib im Feld. Ich möchte mich hier nicht so offen bewegen. Ja, ich gehe auch hier übers Feld. Ich gehe rechts über die Ruine. Siehst du die von mir aus gesehen? Geradeaus, direkt vor mir? Noch nicht, nee. Okay. Also die Ruine ist genau ja, bleib da. Südwesten 200 Grad ist die... Die Hütte brennt voll da vorne, ey, Wahnsinn. Gegen was haben die denn schon gekämpft? Unglaublich hier. Vielleicht gegen eine Mentorgranate. Ja, stimmt. Oh ja, ich sehe da mehrere Wachen auch wieder laufen. Ja, in der Ruine ist gerade nichts los. Haben jetzt den zweiten Infanterie repariert? Ah, oh, nee. Oh ja, direkt zwei Wachen bei mir. Direkt vorne. Ja, 50 Grad oder wie die? Die 173, genau, Entschuldigung. Die sind genau 200 Grad Südwesten. Also mehr Süden. 200? 200, ja, direkt vor mir. Die kann ich auch wahrscheinlich beide erledigen. 200? Ich schleiche mich an und werde die beide versuchen zu erledigen. Ist das von dir aus auch genehmigt? Ja, hau rein. Ah, ich sehe sie. Okay. Okay, ich kümmere mich um die. Ich schleiche mich hier so ein bisschen über den Busch an. Okay, die gehen nur direkt. Ich schaff das schon irgendwie. Ich kann auch zu dir kommen. Mach mal lieber nichts. Wenn du nicht denkst, dass es cool ist, dann komme ich zu dir. Wenn du gerade was auf dem Feld ist. Einen habe ich schon. Der andere rennt weg. Der flieht. Jetzt ist er auch tot. Hab ihn in die Beine geschossen. Guter Mann. Beide tot. Guter Mann. Bin mir zumindest ziemlich sicher. Ich hab nochmal einen Schuss auf ihn draufgeschossen, falls er noch lebt. Also auf jeden Fall beide tot. Der letzte Schuss war ein bisschen Glück von mir. Ich hab den noch in die Beine getroffen. Scheinbar hat ihn das trotzdem getötet. Okay. Zumindest ist auf der Seite, wo ich jetzt bin, schon mal keine Wachen mehr. Ja. Wie es ausschaut. Okay. Gut. Rück ein Stückchen weiter vor, zu dem Waldstück vor mir. Auf 144 Grad sind auch noch zwei, die da patrouillieren. Ja, 145 Grad, weißt Bescheid? Ja, sowas genau. Also ziemlich nah an der Straße eigentlich. Mhm. Sonst ist gerade hier der Rest ist viel... Oh! Auf 71 Grad habe ich nochmal zwei. Ist ja dann mehr deine Richtung. Ja, die laufen weg von uns. 140 Grad direkt, hast du gesagt? Okay.
Also auf 71 habe ich genau, genau, und was ist noch 140, genau. Ich gehe jetzt da zu diesem Gestrüpp, von dem ich dir vorhin erzählt habe. Ich sehe dich, Mann, ich bin jetzt schon ein Stück weiter links vorne, vor dem Feld. Ja. Okay, wir haben auch noch 1,1 Kilometer sind es noch bis zum Ziel. Mag die Gestrüppe hier nicht. Dass da gleich einer rausgesprungen kommt. Ist eigentlich die Taktik, wirklich hier bei uns alle töten oder qualmt und keine leben lassen? Oder? Da qualmt alles. Qualmt auch nicht, ja. Ich check mal ganz kurz die Lage. Sag mal, ist das unsere Taktik, oder? Dass wir alles töten müssen. Man, one click, south. Ich weiß nicht. Hab noch ein paar entdeckt hier. Eine Wache direkt vor dem Lager 2. Oben drauf. Boah, Alter, wie viele sind denn da? 1, 2, 3, 4 Wachen, 3 Wachen direkt oben auf der Plattform von diesem brennenden Riesengerät. One click, southeast. Hab ich schon gesehen, ich bin jetzt hinter dir. Noch eine Wache direkt am Zaun. Alter Schwede. Da sind einfach richtig viele. Naja, das ist auch viele. Also, da müssen wir auf jeden Fall strategisch vorgehen. Wenn wir die alle wirklich erledigen wollen. Ja, dann. Also direkt vor uns sind nochmal 2 auf dem Feld jetzt auch. Ja, die sehe ich genau, richtig. 145 Grad. Dann mach einen rechten, einen linken. Willst du den linken? Ich nehme den rechten gerne. Wenn ich ihn erwische. Bei dem Getippel müssten wir uns ja normalerweise hören. Jetzt kommt ein Panzer, direkt ein Fahrzeug vor uns. Ein Truck, 100 Meter. Ein Truck kommt. Ja, gut, dann der macht aber nichts. Der fährt da nur lang. Jetzt bleibt er stehen, oder? Nee, der hat nur kurz einmal angehalten. Na, ich sehe. Hab wahrscheinlich nur seinen Kollegen Hallo gesagt oder so. Ja, wo sind jetzt die Jungs hin? Bin ich aufgesprungen und die hängen jetzt am Milchlaster dran. Ja, ich sehe die auf jeden Fall nicht mehr. Siehst du die noch? Warte kurz, hier Binoculars anmachen. Sichtkontakt verloren. Ich auch. Sind die jetzt da wirklich reingegangen? Oh, lol, die kommen. Hä, die sind jetzt wieder weiter hinten. Die sind jetzt auf Position, also auf Gradzahl 65, nee, 70 Grad, knapp. Auf 100 Grad kommen, 140 kommen sie wieder, 2 Stück. 140 also auch? 70, naja. Bei mir kommen auch welche bei 80 Grad. Ah, sorry, falsche Zahl, ja, genau. Gut. Guck mal, wir waren einfach ja, direkt offen hier auf dem Feld stehen, die müssten uns normalerweise schon längst sehen. Deswegen habe ich mich auch hingelegt. Ja, ich hocke hier im Busch, deswegen sehen die mich nicht. Wahrscheinlich, hoffentlich. Okay, wenn die jetzt direkt auf uns zukommen, dann schnappen wir die uns. Gibt's keine Gnade. Wir lassen sie aber rankommen, okay? Okay, ich kann beide weghauen. Darf ich? Willst du? Ich schieß dann auch, ja, bitte, okay? Bitte, ich will allein. Darf ich allein? Okay, mach allein. Ah, 4 Schuss. Ah, noch einer. Der lebt noch. Schieß mit, okay? Jetzt rennt er weg, ja. Nein, die Sau. Die Ratte. Du Mistfisch. Wir kriegen. Ab ihn. Sauber. Ah, ich dachte, ich erwischt die beide, aber die waren noch ganz gut unterwegs. Das war aber, bevor ich es mir vorhin auch schon aufgefallen. Die sind gar nicht so einfach dann zu treffen. Die Waffe verzieht ein bisschen mit dem Schalldämpfer. Puh, diese Aufregung immer um die Uhrzeit. Ja. So. Ich find's richtig aufregend irgendwie. Vor allem, man ist zu zweit unterwegs und man weiß nie, was auf einen zukommt. Ja, ich hab ein Fahrzeug. Ich gehe in Deckung in den Busch. Siehst du es auch, oder? Nee, ich bin direkt im Busch. Ich sehe das jetzt gerade nicht. Okay, doch, kommt ein Ifrit. Direkt an mir vorbei. Fährt langsamer. Okay, oh, beschleunigt wieder. Ja, okay. Boah, ich sitze einfach im Busch. Ich sitze direkt vor ihm. Oh nein, er bleibt stehen. Die steigen aus. Er guckt. Ich schieße. Hab ihn. Einer ist tot. Okay, sind mehrere. Oh, jetzt kommen aber mehrere Fahrzeuge. Boah, ich glaube, wir müssen weg, oder? Ja, abziehen. Das sind mehrere Fahrzeuge. Zurück. Rückwärtsgang. Aber warum kommen die jetzt mit dir zwei Ifrits? Was ist da los? Rückwärtsgang war gut. Oh, lauf. Naja, ich hab wieder Büsche hier, komm. Schnell, Alter. Scheiße. Überall Schüsse. Fuck. Wir müssen ins Haus oder so. Zum Haus oder hinter die Steine da. Guck mal, hier siehst du doch direkt die Steine. Alles klar bei dir? Nein, ich bin tot. Nein, echt? Kann ich dich wiederbeleben? Die sind tödlich verwundet. Scheiße. Warte auf Versorgung durch andere Spieler oder aufgeben klicken. Dann helfen wir mal. Warte, da steht aber was. Da, ja. Schnell, wie kann ich dich dann heilen?
Zu mir hingehen und dann. Irgendwas Rad klicken wahrscheinlich. Rad drehen? Ja, so. Ziehen, tragen. Ich kann dich tragen, what the fuck? Ich trag dich jetzt eiskalt! Wie geil ist das denn? What the fuck? Jetzt liest du bei mir hier total komisch. Ah, jetzt hast du mich auf dem Rücken. Oh Gott, was ist jetzt los? Oh Gott, was ist das? Hä, irgendwie spackt das hier voll rum. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ja, ich weiß. Ich schwebe hier im Boden. Bist du lebst wieder, oder? Ja, komm, lauf, 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 lauf. Ich kann nicht mehr rennen. Ja, ich kann mich nicht bewegen. Echt nicht? Ich kann nur noch krabbeln. Ich kann nur noch krabbeln. Immerhin besser als nix. Krabbel weg. Ja, nee, ich krabbel den Busch, Mann. 200 Meters, front. Ja, genau. Jetzt sind auch noch Soldaten vor uns. Wir sind umzingelt. Ich sitze hier zwischen Stein und Busch. Ich hoffe, das klappt einigermaßen. Warte, ich mache mal eine Krabbeltaktik mal zu Ende hier. Ja. Ich hoffe, dass ich mich selbst behandeln kann. Ja, ich... Okay, ich glaube, die Feinde, die... haben jetzt einigermaßen Deckung. Ich werde auch nicht mehr beschossen. Mann, ich habe zuerst eine Hilfekästen dabei, aber keine Kids, die ich selbst heilen kann. Wie bescheuert ist das denn? Okay. Ich sehe die Visiere, woher die schießen, aber ich... Ich bin im bewegungsunfähig hier. Ich kann gerade gar nichts machen. Scheiße. Ich versuche gleich zu denen zu kommen. Krabbel einfach weiter. Ich kann nichts. Ich kann wirklich gar nichts. Ich versuche zu denen zu kriechen, okay? Zielen noch irgendwas. Ich versuche mal zu denen zu. Vielleicht ist das ein Bug. Ja, ich glaube, es ist ein Bug. Ich glaube auch, aber ich kriege mal weiter zu dir so. Ja, ich krieg jetzt auch mal. Ich spiel's auch mal Krieg. Oh ja, da sind mehrere Feinde direkt hinter dir. Oh Gott, die sind 2 Meter. Ach, natürlich sind da mehrere Feinde hinter uns. Warte. Aber die sind direkt hinter dir, 2 Zentimeter wirklich. Ich guck mal, ob ich die irgendwie erwischen kann. Wo ist der denn jetzt? Der ist irgendwo im Busch gerannt hier. Der Sack. Was haben wir da raus? Kriegst du mir rüber, ich geb dir Deckung. Ja, ich bin deine Deckung. Du gibst mir Deckung, weil ich bin deine Deckung, wenn du mich schießt. Oh, ich bin auch tot. What the fuck? Ich bin auch extrem tot. Nein! Sind Sie auch tödlich verwundet, Herr Mentor? Ja, ich bin auch tödlich verwundet. Also, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, ich finde es echt geil, ich finde es aber krass, wie schnell wir dann draufgegangen sind. Lasst uns in die Kommentaren wissen und ich würde sagen, wir versuchen das normale, oder? In der nächsten Folge. Ja, würde ich auch sagen. Nochmal von vorne. Hey! Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao.